Herzlich willkommen bei TV's Hart Unterhaltung. Ja, ich habe heute ein riesen Paket bekommen. Ist zwar nicht so viel drin, ja, aber ich zeige euch mal, was da drin war. Ich habe das schon alles ausgepackt, ja, damit ich es euch schneller präsentieren kann. Und das alles geht direkt in meine Sammlung. Und am Wochenende, dieses Wochenende, versuche ich nochmal auf den Flohmarkt zu gehen. Da bekommt ihr auch direkt noch ein Flohmarkt-Video natürlich. Und nächste Woche wird noch ein Video kommen, wie ich damit überhaupt angefangen habe. Ja. Das ist auch noch in meiner To-Do-Liste. Und ja, ich zeige euch mal, was heute alles gekommen ist für meine Sammlung. Hier habe ich einmal Mini-Funko-Figuren, ja, so Mystery, also es könnte eine von den Figuren drin sein, ja. Von Space Jam 2. Space Jam 2 kommt ja bald ins Kino am 15. Juli mit LeBron. Wie heißt der Typ? Lass mal kurz mal googeln. LeBron steht hier nicht drauf, aber zeige ich euch gleich, ne? Mit diesem Kollegen da, mit dem hier. Der erste Teil war ja mit Michael Jordan und das ist der zweite Teil. Sieht schon nice aus, finde ich. Und als zweites haben wir hier so große Funko-Figuren. Wetfire, auch von Space Jam. Und LeBron, jo, James LeBron ist das, stimmt, genau. Der spielt jetzt im neuen Film mit. Den habe ich auch als Funko-Figur geholt für mich, für meine Sammlung. Und hier sind noch so drei 13 Dosen, also zwei hole ich mal raus. Also drei Stück haben wir davon bekommen. Vom glänzenden Schicksal Tindosen. Von denen habe ich, glaube ich, noch ein ganzes Case. Aber man kann nie genug haben von diesem Set. Das ist halt ein geiles Set nach Hidden Fates. Finde ich glänzendes Schicksal von den neuen Sets schön. So, jetzt haben wir noch eine Sache. Aber habe ich jetzt mehrfach halt, ne? Ich zeige euch mal, was ich mir bestellt habe. Leute, das ist hier Collector Selection Volume 1 Dragon Ball Sammelkarten. Achtung, Leute. Das konnte man so bestellen. Ich hoffe, die Kamera nimmt das auf, wenn ich so bin. Und ich zeige euch zwar einzeln. So. Und Dragon Ball Karten sind wirklich so schön, so geil. Und das habe ich mehrfach bestellt. Und dieses Album wird direkt in meine Sammlung gehen. Dieses Album wird auf eBay zwischen 130 und 200 Euro schon gehandelt. Schon krass. Und das kommt direkt in so eine Tütchen rein. Dass diesem Album nie was passiert. Das ist Volume 1. Bin mal gespannt, ob die Serie so von Dragon Ball bzw. von Bandai fortgeführt wird. Ne? Mit Volume 2, Volume 3, wie auch immer. Wenn die jetzt damit so anfangen. Ich finde das richtig geil. So ein geiles Buch. Mit den ganzen Karten. Mit den ganzen Rare-Karten, Super-Rare-Karten. Promo-Karten, keine Ahnung, was alles dabei war jetzt. Da steht alles. Moment, schau erstmal hier rein, ne, Leute. Lang kein Plastikteil rübergezogen. Kerle, Mensch. Es klebt. Weil die eine Seite ist klebrig. Die andere Seite ist halt. Keine Ahnung. Geht richtig schwer rein. Kerle, Mensch hier. Auf, Junge! Naja, auf jeden Fall, ich mach das gleich. Hier hinten könnt ihr auch lesen, was drin ist. Top 5 Booster-Karten, Top PR ist, glaube ich, Promo-Karten, ne? Und Game Designer Selection. Die Karten sind halt drin. Und das Buch ist doch einfach köstlich. Einfach köstlich. Schmeckt auf jeden Fall. Ich hätte nicht gedacht, dass das so ein schönes Buch ist. Ich dachte, das wäre viel kleiner, aber das ist so. Ey, das nervt mich jetzt richtig gerade.
nervt mich gerade richtig so. Aber jetzt müsste es geklappt haben. Jawohl. Zack. So. Jetzt ist das in seiner Plastikfolie so drin, ne? Und ist halt nochmal geschützt. So. Ja, Leute, ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen, was ich neu in meine Sammlung bekommen habe. Und ja, von den Funko-Figuren habe ich jetzt 6, 12 kleine. Ja, ich könnte mir vorstellen, von 4 mich zu trennen. Wer was haben möchte, gerne einfach mal anschreiben auf Instagram. Pokémon-Patron. 4 Stück könnte ich abgeben für einen 10er, wer das haben möchte. Bin auf Rechnung natürlich gemacht, Leute. Immer auf Rechnung. Und ja. Was soll ich noch dazu sagen? Samstag, Sonntag bin ich auf dem Flohmarkt. Einkaufen. Verkaufen weiß ich noch nicht. Muss ich mir überlegen, ob ich verkaufen werde. Ich werde ein paar Aufnahmen machen, hoffentlich. Ich muss mal so eine... Ach Leute, kennt ihr diese Kamera, wo man auf die Brust so eine... wo man die Kamera an die Brust so macht. Wie dieses Teil, wie heißt dieses Teil? Ich würde gerne halt mein Handy so an die Brust machen und dann halt aufnehmen, weißt du? Aber mit Handy weiß ich nicht. Da brauche ich eher eine Action-Cam, denke ich mal. Mhm. Ansonsten mache ich das halt wieder mit freihändig. Nur ich traue mich halt nicht so vor die Leute so mit der Kamera zu gehen und sagen, ja, was kostet das da? Was wollen sie dafür? Das ist nicht so mein Ding. Noch nicht. Vielleicht schaffe ich es am Wochenende so zu machen. Ansonsten hören wir es auch noch nächste Woche. Da kommt auch noch ein Video, wie ich mit alles angefangen habe, wieso ich angefangen habe, mit was ich angefangen habe, mit was ein Startkapital oder pipapo, mit was ein Wissen. Ja, so einfach so eine kleine Real Talk Runde mache ich auch. Und ja, das war's von mir, euer TV-Star-Unterhaltung. Ciao.